Ei, 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 und eine Buddel voll Ruhm, unsere erstmal Arschkatzen hier bei Risen 3 Titan Lords ist natürlich auf der Tagesordnung. So, willkommen zurück. Das ist bereits das neueste Part des Let's Plays. Wir gehen auf die 100-Mark-Grenze zu, deswegen habe ich da auch mittlerweile bereits mal das Thumbnail und so anpassen müssen, wegen Zahlen etc. Aber viel interessanter ist, wir haben im letzten Part haben wir eine neue Waffe gekriegt, sprich dieses schöne Schmuckstück hier, was ein bisschen mehr auf Schwerter boostet und Margolot, die haben vor letzten paar Jahren platt gemacht, sind jetzt ihre Hilfe zugesichert und jetzt geht es erst einmal auf zu Chani, um sie davon zu unterrichten. Wir haben noch keinen Punkt, paar Punkte, das war ja klar, vielleicht geht's. An welchem geht es schneller? Geht es mit dem schneller, geht es mit dem schneller? Naja, das könnte vermutlich der schnellste sein, schätze ich jetzt mal. Und es ist nochmal Nacht, aber relativ frühe Nacht noch. Trotzdem schon mal aktivieren, damit ihr auch etwas seht. Und auf YouTube wird das Ganze ein bisschen dunkler irgendwie konvertiert und so. Ich glaube irgendwie um ein, zwei Spuren und da macht schon mal so etwas relativ viel aus. Tja, Leute, man sonst würde man sagen, ist das verbotene Tal bald finito, wa? Viel gibt es hier nicht mehr zu tun, glaube ich jetzt mal. Dann können wir bald schon zurück nach... Und jetzt los? Na, die Gart auf dem Baum oben, ich glaub's auch. Ja, wie gesagt, ein Alligator vom Baum. Nicht fragen, Leute, nicht fragen, das ist die Logik des Spiels. Da kann man nicht irgendwie hinterfragen, Leute, das geht nicht. Es ist einfach so. Okidoki, jetzt bin ich da hier unten. Schauen wir mal, wie noch nicht alles abgegrast aussah. Nein, aber schon. Aber das waren wir schon mal hier. Naja. So, wie gesagt, wo geht's nachher hin? Antigua natürlich noch eine Station, wo wir noch viel zu machen haben. Spielt die ganze Insel eigentlich noch. Dürfte aber mittlerweile relativ schnell gehen, weil wir so gut geskillt sind. Andererseits freuen wir natürlich Taranis, weil wir haben dort jetzt halt auch einen Wertestatus und ja, Chani ist eigentlich bereits auf unserer Seite. Margolot auch, sprich den Ort haben wir. Von Eldrick haben wir den Zauber für unser Ritual. Fehlt nur noch der dritte Magier, das wäre halt Zacharias. Also müsste es sein, ein anderer fällt mir gar nicht ein. Jo, macht definitiv mehr Schaden. Ja, ich weiß auch, wenn hier ein bisschen falsches aussieht. Verdammt, ey. Wo bin ich denn das letzte Mal jetzt wieder hochgegangen? Da bin ich hier unten durch, wa? Der Zauber kommt kaum hinterher. Oh ne, jetzt kommen die Viecher noch. Ja, schwierig sind sie nicht, das schon, aber nervig halt. Ups, Entschuldigung, Patty. Nein, das hab ich nicht getroffen. Das passiert nur bei Matt. Wer ist denn hier? Cruz! Hey, du! Oh Mann, dem Himmel sei Dank. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, jemand wie dich hier zu sehen. Ich dachte schon, ich muss hier draußen elendig verrecken. Was machst du denn hier? Ich dachte, das Tal hier sei verboten. Ich war auf Bu's altem Kahn und bin kurz vor der Küste von Bord gegangen. Ich wollte vor allen anderen auf der Insel sein. Tja, du siehst ja, wohin mich mein Ehrgeiz wieder gebracht hat. Nun bin ich wieder einmal Schiffbrüchiger an irgendeinem gottverlassenen Ort der Welt. Du machst solche Ausflüge öfter? Ich bin ein Unglücksrabe. Schiffbruch scheint meine Bestimmung zu sein. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit zu warten, bis mich jemand aus meiner misslichen Lage befreit. Warum wolltest du früher auf die Insel als alle anderen? Ich hörte, dass der alte Piratenkapitän Garcia irgendwo hier einen Schatz vergraben hat. Da konnte ich nicht widerstehen. Und? Hast du Garcias Schatz gefunden? Natürlich nicht. Der Scheiß interessiert mich auch nicht mehr. Ich will nur noch runter von dieser verfluchten Insel. Kann ich dir helfen? Aber klar, Mann. Ich will hier raus. Überall lauert hier der Tod. Bring mich aus diesem verfluchten Tal. Das werde ich mir auch was kosten lassen, okay? Okidoki. Was kannst du mir geben, damit ich dich hier heil rausbringe? Was du brauchst? Du bist doch ein Wächter. Ich hätte da einige interessante Kristalle für dich.
Oh, das klingt gut. Okay, folge mir. Ich hol dich hier raus. Ja, bitte. Aber pass gut auf mich auf, ja? Ich will nicht als Futter für die Krabben enden. Nö, keine Sorge. Und zwar deswegen, weil... Da wäre etwas. Weil uns fehlt sowieso noch ein Zauber, den wir von Zacharias, glaube ich, sogar noch kaufen können. Und der war, glaube ich, damals noch ein bisschen zu teuer für uns. Wir sehen es natürlich mit ein paar Kristallen eigentlich klappen soweit. Wieder zuckt. Zugedi. Also eine ausführende Toilette war einfach sein. Hier geht es wohl hoch zu Chani. Stimmt das soweit? Nee, bin ein bisschen... Wobei, doch, kann stimmen. Naja, mehr oder weniger halt. Autsch! Nehme ich einen Fallschaden, nee. Jetzt mal ganz kurz mit Chani quatschen, dann können wir raus aus dem verbotenen Tal. Vermutlich für immer und ewig. Ich habe mit dem Orakel gesprochen. Aber... Gucho, was erzählst du da für einen Unsinn? Es ist wahr. Sie hat zu mir gesprochen. Ja, wirklich. Ich sehe es in deinen Augen. Du warst bei der alten Margolot, bei den Ahnen. Sie spricht wieder zu uns. Das ist ein gutes Zeichen. Nun werden auch die Kieler bald wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Ich weiß nicht, wie du das angestellt hast, aber... Danke. Tja, ich bin halt schon ein Teufelskerl. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. Chi, Gucho. Sei dir meiner Hilfe gewiss. Wenn dein Geisterritual stattfindet, werde ich da sein. Du weißt doch gar nicht, was und wo. Ich weiß, was du vorhast, Gucho. Vertraue Chani. Ich werde da sein. Du allerdings musst zum Piratenschiff unten in der Bucht gehen und die Piraten dort auch in den Krieg gegen die Schatten schicken. Und wenn sie das nicht wollen? Die Piraten haben großen Respekt vor Chanis Zauberkraft. Drohe ihnen, dass ich sie in einem Kessel schmoren werde, wenn sie nicht helfen. Ein Versuch ist es wert. Okay, das, so war das jetzt... Egal. Ja, wenn sie denkt, es funktioniert so, wollte sie irgendwie anders versuchen, aber okay. Ja, ist nur eine 50er-Truhe. Ich meine, wenn ich sie jetzt aufmache, wird es vermutlich ein bisschen sauer sein, wa? Moment, so, dann letzten die ersten zwei. Yep. So, Master Michael, da ist was Interessantes drin. Maki. Wasser, Schamstoden, und Kristall, Zähne. Nix. Interessant. Den ist der Schnurzpieps egal. Ah, hier geht's ja auch direkt vom Anfang. Mann, ey. Ich muss einfach verpassen zu irgendwie. Oh, Klingenblatt. Ja, aber sonst würde ich recht mal sagen, das Gebiet ist erkundet. Nein, doch. Ich meine, so groß war jetzt die Insel ja auch nicht. Oh, Moment mal ganz kurz. Sorry, Leute. Zip. So groß war es zwar eigentlich auch nicht, aber andererseits war es halt vor allem nervig. Vor allem die verdammte Spinnenplage, ey. Wir sind da. Dem Himmel sei Dank. Ich danke dir, mein Freund. Ohne dich wäre ich da unten bestimmt verreckt. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich denke, du wirst sie gut gebrauchen können. So, ich werde versuchen, mich bis zu Boost Piratenlager durchzuschlagen. Leb wohl, oder bis später. Halt die Ohren steif. Ja, tu auch. Ja. Und was anziehen oben durch, an schlecht? Baraka! Baraka wird wachen. Naja, warte mal. Wir sind jetzt hier soweit eigentlich fertig auf der Insel. War da fehlt noch das eine oder andere? Wir können natürlich gleich mal gucken. Piranallianz, Anhänger der Magier, Abuetta Sicker, das ist was anderes. Das Geistritual, rekrutiere Zacharias, das ist mit dem Reaktor gewesen, genau, Blitzmonit im Süden. Brauche aber unbedingt noch den einen Modulitenstein, den ich ja in Ding suchen musste, wa? Die Karte, muss doch irgendwie in Puerto Sacrigmus in den finden, oder? Oder? Ich überlege jetzt gerade. Gut, wenn wir dann vielleicht haben.
3 Kristallportale fehlen noch, von denen wir gerade wissen. Schatten der Vergangenheit. Wie gesagt, hier ist nichts mehr von dem her. Wäre das auch erledigt? Genauso mit dem hier. Der ist hier auch nicht. Wobei, der gibt es ja gar nicht mehr, wie es scheint, wa? Weibliche Reize. Petty macht ein anderes Mal. Hat der Sadik. Das war auch was anderes. Für Tagarigua. Aber Ersche treten und so. Das kommt ja auch noch hinzu. Kalador war eigentlich auch nichts Wichtiges in dem her. Das können wir sonst mal, by the way. Oh, doch, stimmt. Können wir es unbedingt hier noch machen. Mataranis noch und legendäre Gegenstände mache ich vielleicht dann sogar in meinem Part 100 und so, muss ich ein bisschen was Spezielleres, wenn man mal alle sammeln geht, zumindest mal sobald wir alle Inseln abgeklappert haben. Und das könnte doch noch ein bisschen dauern. Das spielt natürlich nicht nur dann Tagarigua, die uns noch fehlt, sondern auch noch Nebelinsel war es, die auch noch fehlt. Okay, erstmal hierhin zurück, weil wir haben jetzt noch ein schwarzes Herz. Problem ist nur, ich habe keine Äffchenknochen mehr und die spawnen nicht mehr neu. Daher die Frage, wo finde ich noch welche? Eigentlich immer noch total gemein, aber solange es funktioniert. Wudu. Ah, ein bisschen Wasser kann auch nicht schaden. Ja, dann kriegen wir 10 neue Blutpunkte dazu und aber auch minus 2 Seelenpunkte. Und ob das noch so eine gute Idee ist mittlerweile, immer noch minus Seelenpunkte. Nee, mal testen, wa? Was soll denn schon passieren? Sagte er und fehlte wieder mal. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Schwarz wie die Nacht. Jetzt wie gesagt, denke mal, irgendwie schlafen können eine gute Idee sein. War für neue Albträume. Habe ich gerade noch irgendwas? Also Seelenflatt für Magie. Oh, Blutkappe. Sehr geil. Und dann halt eben das schwarze Herz. Maximales Blut plus 10, Seelen minus 2. Wir haben 64. Ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Wert. Zumindest für die Balance zwischen, sag jetzt mal, fällt mir gerade ein Name da ein. Ah! Come on! Genau, Mendoza und Jaffa, die waren sie vor allem. Das Spiel ist also, sobald mein Seelenwert zu hoch ist, haut Mendoza, wenn er zu niedrig ist, haut Jaffa ab. Und glaub, Satik auch noch. Und deswegen, naja, ist halt so ein Pendelspiel. Das geht ihm noch nicht. Hat er mittlerweile so mit Garcia Schatzen so sein, wenn er mal richtig pennen könnte, aber nö. Will irgendwie einfach nicht, wie die Quest da mit Ding abschließen soll. Sprich da, jetzt kann ich mehr drauf. Ja, die Quest bezüglich halt Ursigos Flammenauge. Auch keine Ahnung. So, wo ist denn der gute Harry? Während ich auf der Insel fast versauert bin, hat es sich der feige Haufen schön gemütlich gemacht. Na, Süße, wie läuft's bei dir so? Mia miti Toshika. Glücklich. Schön für dich. Ich habe einen Brief von Kilian für dich. Oh, zeig her den Lappen. Steht zwar nichts von Interesse drin, aber wenn mal das Papier alle ist. Okay, das wollte ich echt nicht wissen. An die raue Mundart hier wirst du dich gewöhnen müssen. Da, nimm das Gold als Belohnung. Danke nochmal. Ja, kein Problem. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Hat noch was für uns? Schwerter steigern. Haben wir? Ich möchte ein starker Schwertkämpfer werden. Was du verbessern könntest, ist deine Fußstellung. Bleib immer in Bewegung, aber verliere dein Ziel niemals aus den Augen. Seitwärts gehen klingt einfach,
aber kann mit der Klinge in der Hand zu echter Arbeit werden. Wenn du darauf achtest, solltest du schon um einiges besser sein. Zu einem besseren Schwertkämpfer kann ich dich nicht machen. Geh zu den Dämonenjägern, wenn du besser mit dem Schwert werden willst. Okay, dankeschön. Herr Leiser mit oder auch schon. Zeige mir, wie ich Schusswunden besser wegstecken kann. Alles klar. Härte 70, ihr seid doch wahnsinnig. Was kannst du verkaufen? Ja, wir hatten ja Interessantes. Ich schätze mal für uns nichts, wa? Da wird alles natürlich schlechter sein. Die Ausrüstung, minus 10, minus 10. Ah, das kommt langsam dazu, wa? Guter Mantel, alter Mantel, Ledermantel. Am höher geht's nicht, wa? 20 ist schon ein Maximum. Irgendwie schade. Nichts, was alles ihnen besser machen würde? Nee, natürlich nicht. Kann ich noch was verkaufen? Ich habe natürlich noch viele geile Waffen und so. Wobei, aber gerade. Nee, Geld und einfach nicht, sonst. Das Gründungsschiff 1000, Alter. Wäre auch ein bisschen übel, wa? Ich mach echt 11 Stück. Nee, come on, weg damit. Bringt so kann noch was? Morgensmantel, den hier. Wächterrüstung. Morgensmantel mal verkaufen, wa? Den anders mal. Wie gesagt, Geld braucht momentan nicht, da kann ich einfach mal das verkaufen, was ich momentan sowieso nicht brauche, den Rest dann mal ein bisschen später. Jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen falsch, hier brauche ich auch nichts Benutzbares. Ein bisschen Plunder kann nie schaden. So, 4, die brauche ich noch. Ja, das könnte ich mal verkaufen dann mittlerweile, mache ich mutterst am Schluss, wie ich mich kenne. Was gibt's sonst noch Interessantes? Muss ich hier krallen? Für Voodoo Voodoo! Voodoo 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 Voodoo. Äffchenschädel, ein Jagerfell, ein Schattenzepter. Sonst gerade noch irgendwas? Was sind jetzt so? Knackige Rübe! Na, auf den Kuh, behalte jetzt mal. Was? Kieraffe? Ah, das ist von Gassier. Behalte ich jetzt auch mal, man weiß nie, was noch kommen mag. Naja, komm. Man merkt schon, Leute, ihr habt nicht mehr viel für uns. Ah, man spinnt die Steuerung wieder mal ein bisschen. Noch etwas Interessantes? Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Die stimmt, keine Sorge. Ich brauche nicht. Meisterdieb. Brauche auch nicht unbedingt. Alter, ist momentan so geskillt und so. Der Rum heilt alle Wunden. Verzieh dich. Ich sollte jetzt irgendwie die Piraten auch drüber reden, wa? Was? Aha, jetzt verstehe ich es langsam. Wie kommt man auf das Schiff? Das ist ja unser, wa? Dann müsste das hintere ihres sein. Genau das dort. Da kann doch nur irgendwie so hin. Falls ich überhaupt irgendwie hochkomme, nur ein anderes Thema. Dann bin ich mal gespannt, ob die sich uns wirklich anschließen im Kampf gegen die Schattenhilfe. So, jetzt. Wer hat dir das sagen? Vermutlich der Typ, der hier oben steht. Hey Mann, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Bist du es wirklich? Sieht ganz so aus. Hey Mann, was für eine Teufelei ist das? Wir haben dich begraben. Du warst mausetot, Mann. Komm, halt's Maul, Jake. Tu nicht so überrascht. Du hast mich doch schon längst kommen sehen. Ja, das stimmt.
Bin auch nicht sonderlich begeistert, dass du wieder da bist. Du wärst mal besser unter den Steinen geblieben, unter denen wir dich begraben haben. Wie hast du das überhaupt gemacht? Irgend so ein Voodoo-Kram? So in etwa. Hab ich doch gewusst, Mann. Was willst du hier? In der Südsee ist die Hölle los und ihr gammelt hier herum? Mach mal halblang, Kumpel. Seit wann kümmert dich die Südsee, Mann? Sollen die anderen Gemeinschaften sich doch um sich selbst kümmern? Solange die Geisterschiffe uns hier nicht angreifen, ist doch alles in bester Ordnung. Tolle Einstellung, wirklich. Super. Du wirst jetzt deinen Arsch bewegen und mich in der Schlacht gegen die Schatten unterstützen. Ha! Und warum sollte ich das tun? Weil ich dich sonst zur Voodoo-Hexe Chani schleife. Sie wird es schon schaffen, dich zur Zusammenarbeit zu bewegen. Chani kämpft mit dir. Oh, das ist natürlich was anderes. Okay, ihr traue ich so einiges zu. Wenn Chani schon dabei ist, dann werden wir folgen. Wo sollen wir uns treffen? Wieder im Hauptquartier in Antigua? Ja, wie immer. Alles klar. Dann sehen wir uns im Hafen vom alten Admiral. Auf in den Kampf, Piraten! Joho! Lass den Unsinn. Ja, ja, ist ja schon gut. So schnell kann's gehen, Freunde. Okay. Was sind die einen jetzt? Ist aber immer noch da irgendwie. Naja. Wie gesagt, Neon fehlt noch. Ist immer noch Jake, wa? Ja. Crazy. Jetzt zum Schluss würde ich mal sagen. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ich habe nachgedacht. Ach was. Ja, ich würde den Magiern zumindest so etwas wie einen Routenplan schicken, wo wir hinsegeln werden. Ich weiß nicht, ob ich will, dass die Magier alle unsere Schritte überwachen. Nun gut, war ja nur so eine Idee. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Schnauze bei uns! Tja, es scheint, Freunde, klappt das jetzt so nicht, wie ich es gerade wollte. Sprich, mit ihm zu quatschen und so, müssen wir wohl einfach. Ja, einfach eine Allianz nach der anderen schließen. Moment mal, Dämonenjäger, Wächtermagen, Inquisition. Naja, das Dämonenjäger wäre eine Variante, aber das hätten wir bereits. Na, seltsam, seltsam, seltsam. Okay Leute, wenn wir sagen, wir sind soweit wie gesagt auf Kila fertig, da gibt es glaube ich jetzt nicht mehr viel zu tun, wenn doch, bitte korrigiert mich, nee, ist auch nichts mehr. Also Kila ist wohl endgültig durch, wa? Kann natürlich auch daran liegen, dass wir uns natürlich nicht den Voodoo-Piraten angeschlossen haben und dadurch halt eine begrenzte Anzahl an Quests haben, deswegen ist jetzt hier Kila bereits weg. Und Kanador, ja, fehlt halt das noch, das war eine alte Quest. Takarigua fehlt sowieso noch ganz viel, würde man sagen. Ich schweine noch ganz kurz und dann brechen wir auf. Nach Takarigua. Na, der hier fehlt auch noch, aber die will ich noch später machen, wenn es geht. Galador fehlt so gut wie nichts mehr. Taranis haben wir auch schon so gut wie durchgemacht. Kramküsse will ich eher später machen, weil ich glaube, der Schattenlord hier war glaub, der uns sowieso gekillt hat und der ist ein bisschen stärker, was ich so gehört habe. Antibio momentan auch nichts mehr. Insel Dieb haben wir schon so weit durch und geht's, wie gesagt, nach Takarigua. Ohne Seeschlachten einfach nur so. Tja Leute, willkommen zurück hier auf Takarigua. Na bei uns hin? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Jeder Baum hier stinkt nach der Inquisition. Selbstgerecht eroberten sie das Land unter dem Vorwand, die Menschheit schützen zu wollen. Pah! Aber sie sind unwissend und wollen uns freie Menschen vernichten, weil sie nicht erkennen. Sie verstehen nicht. Sie können und werden nicht verstehen. Schade. Petty. Die Sache spitzt sich langsam zu. Hast du noch die Kraft, weiterzumachen? Mir bleibt ja keine Wahl. Aber noch geht es. Du weißt, du kannst auf mich zählen. Dankeschön, Schwesterherz. So, wir haben ein bisschen Angst vor Mendoza, weil der macht sich wieder irgendeinen Quatsch. Jaffa ist etwas verwirrt. Wohin genau geht die Reise? Ein Teil von mir ist im Schattenreich. Tja, und nun suche ich überall nach Hilfe. Ah, ist so etwas wie die Suche der Gnome nach Aurikulki. Jeder Gnome muss einmal in seinem Leben diesen einen Gegenstand für sich finden. Eine große Reise, die erst zu Ende, wenn wir das eine Dingi gefunden haben.
Jaffa versteht jetzt besser. Danke, Homie. Kein Problem, Jaffa. Hast du wieder etwas für mich? Gee, Captain. Sadek hat etwas ganz Besonderes. Hier, dieser Trank bewirkt den Blick des Blutes. Jedes lebende Wesen aus Fleisch und Blut wirst du damit erspähen. Gutes Zeug für die Jagd. Danke, Mann, du bist so cool, Alter. Edward? Wie sieht's aus? Ganz gut. Allerdings habe ich schon länger so ein ungutes Gefühl. Was stimmt denn nicht? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss es noch weiter beobachten. Mach das. Jo, mach das mal. Jo, wie gesagt, haben wir jetzt gerade hier was bezüglich der aktuellen Quest noch? Nee, sowieso Neron, der ist dabei. Die Inseln sind ja gar nicht mal so groß, weil, ich meine, klar, es hat hier einen Schattenladen und so, und hier unten kommt auch noch einen, aber ansonsten, da oben geht es, glaube ich, nicht großartig weiter. Also, ich glaube, Leute, die Inseln haben zwei, drei Parts durch. Wie gesagt, aktuell sind wir so stark und so, also machen wir keine großen Sorgen. Kaldo weg, natürlich auch die beiden Dinge noch, Ersche treten. Wo warten das schon wieder? Okay, das ist da oben. Da können wir sowieso direkt hinporten, das ist auch cool. Also mehrere. Nee, wollte man sagen. Genau, hätten wir den noch. Einen Soldaten haben wir Vesco. Der muss auch hin und in der Nähe sein, glaube ich. Ja, hier drüben ist er. Tja. Und dann, wie gesagt, fröhlich runter und weiter geht's hier bei Risen 3 Titan Lords. Geht's nach unten, genau. Noch ganz kurz was anderes, hä? Mendoza! Verdammt, ich hab so langsam die Schnauze gestrichen voll. Gib mir meinen Seelensplitter und lass mich endlich gehen. Keine Chance. Ich kann auf deine Kampfkraft nicht verzichten. Ah, verdammter Mistkerl. Männer wie dich habe ich zu Lebzeiten vierteilen lassen. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder. Dein Lebzeiten sind schon eine Weile vorüber. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Eine Schande ist das. Was haben diese Wahnsinnigen aus meiner Garde gemacht? Die Inquisition, wie ich sie kannte, existiert nicht mehr. Die alten Ideale sind gut und erstrebenswert. Ich würde für sie sterben, wenn ich nicht schon tot wäre. Jemand muss diese Idioten wieder auf den richtigen Pfad bringen. Komm mit. Gut. Tja, genau. Wer wäre da besser geeignet als Mendoza, um seine alten Kumpel von damals oder seine Ideale wieder in die Tat umzusetzen? Und das werden wir, wie gesagt, machen, aber erst das nächste Mal wieder hier bei Risen 3 Titan Lords auf Takerigua. Bis dahin, tschüss.